Ja, Jorge mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Es wird langsam düster, wir haben festgestellt, ich bin total bescheuert. Klar, aber Moment, dass ich auf Wake aufpasse, aber ruf mich, wenn Sie aufmüpfig werden. Mach ich, Birch. Hey, Wake, tun Sie Dr. Hartman doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Okay. Kann ich... Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Oh, wow. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Okay. Okay. Ich sollte doch einen Plan, da ist doch der Plan. Oder? Nee. Na egal. Also ich soll hier schreiben. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht, aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Hammer her? Haben wir etwa Angst vor den verrückten Brüdern? Jetzt sind wir nicht mehr so schwach. Was? Die Dinge geraten. Oh, eine Manuskriptseite. Hartman redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Aus den Fugen, nicht wahr? Okay. Das Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptseiten. Dort bewahrte er sie auf. Kommen Sie raus und wollen Sie den Zemsken, Birch! Es wird Zeit, in Hartmans Büro, okay. Vielleicht könnten Sie mal kurz rauskommen und unsere gewaltigen Windelherrsche vermöbeln. Wo Sie doch so ein hartes Röntgen sind. Oh, da ist eine Seite. Moment. Hartman war nicht glücklich. Mort konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte zwei Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. What? Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte man. Also, Mrs. Wake, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Ich. Manchmal wünschte ich fast, Alan würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein, Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit, naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen,
Ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Rudolph Lane ist ein interessanter Fall. Er war vollständig blockiert. Und offen gesagt wollte ich ihn schon als nutzlos abschreiben. Nachdem Wake eingetroffen war und angefangen hatte zu schreiben, veränderte sich etwas in Rudolph. Er produziert außergewöhnliche Arbeit von zunehmender Düsternis. Unglücklicherweise reagiert er auf keinerlei Anleitung. Und ich glaube nunmehr, dass er kein Schöpfer ist, sondern vielmehr ein Illustrator, jemand, der die Dinge aufzeichnet. Ich habe die Existenz einer solchen Rolle bislang nicht in Betracht gezogen, geschweige denn, was das bedeuten würde. Aber die Gemälde, die Freude, er gebracht hat, sind informativ. Wenigstens ist er leicht zu kontrollieren und nützlich. Ich wünschte, ich könnte das gleiche über Wake sagen. Es ist frustrierend, dass die besten Subjekte immer so schwierig im Umgang sind. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich habe Wheelers Spur verfolgt und er kann nur hierher gegangen sein. Das bedeutet, dass Wake wahrscheinlich auch hier ist. Agent Nightingale, Sie befinden sich auf Privatbesitz und ich lasse nicht zu, dass Sie meine Patienten stören. Ach ja, ich kann eine richterliche Anordnung besorgen. Wie würde das Ihrem Patienten gefallen? Oh, ich bin zutiefst von Ihrer ach so beeindruckenden Autorität eingeschüchtert, Agent. Hören Sie, Sie arroganter Snob, wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich dieses Tor einreiße und Sie ein bisschen durch die Gegend prügle? Agent Nightingale, erstens zeichne ich diese Konversation auf, also bedenken Sie Ihre Worte genau. Zweitens, haben Sie keinen Hinterwäldler vor sich, ich kenne das Gesetz. Und wenn Sie einen Richter dazu bewegen können, eine Anordnung zu erlassen, kooperiere ich gern. Aber das werden Sie nicht schaffen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass jede weitere Kommunikation über meinen Anwalt zu laufen hat. Einfach unglaublich. Guten Tag. Ja. Unglaublich. Das heißt ja, der Nightingale ist vielleicht gar nicht so böse. Na, vielleicht. Vielleicht ja schon. Lassen Sie mich hier raus! Hartmann, hören Sie mich! Ich werde Barry. Euch geknallten Quäkerarsch verklagen! Barry? Und auch Zeit! Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmanns Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine nein! Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Die waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Korn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartmann erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich zwei Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Komm schon, Kumpel, wir müssen los. Du bist ein harter Typ, echt. Mann, Mann, Mann. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Oh oh, Barry. Nein, 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 Barry. Was auch immer du machen willst. Hör auf, Barry. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartmann, was... Hartmann, Klappe. Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los.
Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Oh oh. Die Seite ist aber schon lange her, dass ich die gelesen habe. Was ist das hier passiert? Und noch mehr! F5 erst schon mal lesen. Hartman verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichter auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartman ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Okay. Wow. Das Dunkel würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Wow. Wow. Au, au, au. Komm schon, komm schon. Komm schon, hoch! Da ist ein Generator. Ich bin mir nicht sicher, wie oft ich das machen muss. Ich mach's lieber nochmal. Ah, Mann. Eins, zwei und drei. Ich würde sagen, noch einmal. Okay. Okay. Aus der Klinik fliehen, da? Nein, wahrscheinlich unten entlang. Okay. Komm schon. Komm schon, ich gehe wieder runter. Ich trau's mich. Wow. Oh. Au! Au! Was? Leucht? Was? Okay. Nehmen, lesen. Verschnaufpause. Hartmans Auftrag. Er war kein Schöpfer. Er hatte keine Ambitionen dahin und wollte auch bestimmt nicht so enden wie all die Künstler, die er hier behandelt hatte. Ihre Schäden waren schwer zu beschreiben. Oder Schlimmeres. Es reichte ihm, kreative Kontrolle zu haben und die Richtung zu weisen. Wie ein Produzent. Genau das war es, was die meisten von ihnen ohnehin brauchten. Natürlich waren passende Subjekte eher selten. Okay, weiter geht's. Was denn? Komme ich da nicht raus? Oh. Au.
Licht, Licht, gib mir Licht. Okay. Okay. No, 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 no. Okay. Au! Egal, bin draußen. Ich bin hier! Komm, komm, komm! Go, go, go! Ich hab das Auto, aber das Tor ist zu! Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben! Ich habe keine Taschenlampe! Hier! Al! Oh, endlich! Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Okay. Na los, ey, wir müssen weg hier. Das Labyrinth ist einfach. Ich hab's durchgeschafft. Moment, da ist er. Thermoskanne. Hui. Lecco mio. So, ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao.